In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit der Binomialverteilung und der Normalverteilung in GeoGebra arbeitet. Dazu öffnet ihr zunächst einmal in der Ansicht den sogenannten Wahrscheinlichkeitsrechner. Hier ist zu Beginn gleich einmal die Binomialverteilung angegeben. Nehmen wir mal an, wir haben eine Zahl n von 10 Versuchen. Es wird zum Beispiel 10 mal gewürfelt. Und die Zufallsvariable beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Augenzahl von 6 gewürfelt wird, dann hätten wir eine Wahrscheinlichkeit von 1/6. Dann könnt ihr jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsfunktion erkennen und die Werte für einen ganz bestimmten Wert der Zufallsvariablen, die Wahrscheinlichkeiten, könnt ihr hier in der Tabelle auf der Seite ablesen. So wäre beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 2 annimmt, 0,29071 oder rund 29%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 6 annimmt, würde hier 0,00217 oder 0,2% gerundet betragen. Den Erwartungswert der Binomialverteilung könnt ihr hier links oben erkennen und auch die Standardabweichung Sigma könnt ihr links oben ablesen. Nun ist es auch möglich, die Wahrscheinlichkeit in Intervallen anzugeben oder auszurechnen. Möchtet ihr beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich 2 annimmt, ausrechnen, so könntet ihr entweder die Werte in der Tabelle addieren oder aber hier direkt die gesuchte Wahrscheinlichkeit von 77,5% gerundet ablesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable beispielsweise zwischen 2 und 4 liegt, also Werte zwischen 2 und 4 annimmt, hier in der Grafik gekennzeichnet, das wäre die Wahrscheinlichkeit p gleich von x gleich 2, x gleich 3 und x gleich 4 addiert, dann haben wir hier eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Und man kann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable mindestens einen bestimmten Wert annimmt, ausrechnen, indem man hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable mindestens den Wert 3 hat, eingibt. Und hier wird es in der Grafik gekennzeichnet und ihr bekommt einen Wert von 22,5% gerundet. Ihr seht also, hat man Technologie zur Verfügung, dann kann man mit Hilfe mit der Binomialverteilung sehr, sehr rasch Ergebnisse bekommen. Wie gesagt, man benötigt nur die Anzahl der Versuche, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis eintritt und der Rest ist einfach nur Ablesearbeit. Schauen wir uns nun auch noch an, wie man mit der Normalverteilung arbeitet. Dazu geht ihr zunächst hier auf die Normalverteilung. Und standardmäßig ist die Standardnormalverteilung mit μ gleich 0 und Sigma gleich 1 eingestellt. Ihr könnt selbstverständlich jeden anderen Erwartungswert und jede andere Standardabweichung wählen. Ich nehme hier beispielsweise einen Erwartungswert von 20 und eine Standardabweichung von 2 und bekomme die entsprechende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Möchte ich nun die Verteilungsfunktion der Normalverteilung berechnen, so beispielsweise die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable höchstens den Wert 18 annimmt, dann gebe ich das hier ein und bekomme die entsprechende Fläche in der grafischen Darstellung gekennzeichnet und kann hier die gesuchte Wahrscheinlichkeit von in dem Fall 15,9% ablesen. Weiters kann man auch die Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Intervall, hier zum Beispiel von 18 bis 22, berechnen. Man kann die Intervallgrenzen entweder hier mit einem Schieberegler variieren oder aber die gewünschte Intervallgrenze händisch eingeben, zum Beispiel von 20 bis 22, und hat hier die Möglichkeit, direkt die gesuchte Wahrscheinlichkeit abzulesen. Die dritte Variante wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein bestimmter Zahlenwert erreicht wird, einzugeben. Hier seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable mindestens den Erwartungswert hat, die beträgt 50%. So könnt ihr also mit GeoGebra sehr, sehr schnell und effizient mit der Normalverteilung und mit der Binomialverteilung arbeiten.